Willkommen zurück. Weiter geht es wieder bei State of Decay 2. Ja, wir haben eine klare Mission und die werden wir jetzt einfach mal versuchen, einfach ja, abzuarbeiten. Ich denke, das ist momentan das Beste, ehe ich mich hier verzettel in tausend Kleinigkeiten. Wir haben einen Auftrag, diese Seuchenproben zu ergattern. Und unterwegs war eigentlich... Ich hatte noch einen Funkspruch. Ja, unterwegs ist gut. LKQ. Anfängerfehler. Sprich mit Chris und finde heraus, was die Gruppe braucht. Da kam gerade ein Funkspruch rein. Ich glaube, das war nicht mehr in der letzten Aufnahme drauf. Ja, also jetzt natürlich ein Eck weg. Also, so viel zum Thema. Wir gehen jetzt ganz strikt nach Plan. Nee, wir machen das auch. Hier ist dieses komische Seuchenherz. Ich habe reichlich Muni dabei. Ich habe ein bisschen wenig Verbände dabei. Ja, was zerrupfst du denn den ganzen Müll? So. Hui, kann man Fußball spielen? Nee, schade. Das wäre schön, wenn wir noch interagieren. Naja, schön. Es wäre. Hatte gerade irgendwie gedacht, das wäre ein Screamer, aber ist es nicht. Man sieht übrigens, das habe ich noch rausgefunden, wenn man jetzt hier auf so ein Gebäude geht. Irgendwo da. Da ist so ein infiziertes Eck. Ja. Und da sieht man, ein Screamer und 6 normale Zombies sind da drin. Ja, dann schauen wir mal. Ich will nach Möglichkeit recht sauber durchkommen. Lieber etwas länger brauchen als... Ach man, der sieht aber doch so aus wie so ein solchen Zombie, oder? In dem kann ich jetzt nichts mehr machen? Der ist doch eindeutig dieses... Der ist doch eindeutig so ein solchen Zombie, oder? Dafür haben wir eine Seuchenprobe. Na, wir gehen jetzt sammeln eine Seuchenprobe. Ach, da oben. Da muss ich gar nicht dahin. Oh, was ein Glück. Wir müssen da hoch. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. So, den schleichen wir uns auch an, oder? Andererseits. Ja, komm, dann schleichen wir uns an. Ist da irgendwas? Ja, der hat Gras gefressen. Einfach nur Gras gefressen. Das konnte ich nicht zulassen. Diese widerlichen Zombies. Das sind einfach unser Gras weg. Mhm. Er denkt sich gerade, okay, nur eine Probe sammeln. Nur eine Probe sammeln. Guck mal, das ist auch eine schöne Scheune. Die wären schön blöd, wenn wir die nicht auch noch abgrasen würden. Oh, gut. Da siehst du. Ah, ich habe wieder meinen... Ich hatte doch meinen Rucksack ausgeleert. Ach, das hat er wieder nicht gespeichert. Ich bin ganz kurz ausgelockt und hab die Folgen, die ich aufgenommen habe bis hierhin, in den Upload geschmissen. Da bin ich für ausgelockt, damit das hier nicht weiterläuft, die Zeit. Gehen wir gleich. Alter. Okay. Wir gehen raus. Mist, der ist reingeklettert, der eine.
nicht gut, aber hier haben wir einen solchen Zombie, haben wir erledigt. Can't carry that. Fantastisch. Okay. Was sind das da? Ultraleichter Rucksack. Ich trage noch den ganzen Scheiß mit mir rum. Das deckt also nicht Benzin. Also meine leichte Hoffnung. Ich lasse mal diesen ultraleichten Rucksack hier fallen. Und wir kommen gegebenenfalls wieder. So, her damit. Ich hoffe, die... Ein reicht oder was? Hallo, das war doch auch noch in solchen Zombies eigenartig. Das war jetzt nur wahrscheinlich in der Quest, oder? Container durchsuchen, Gebiete erkunden, die Heufarm. Ah ja, da sieht man dann auch, wie viele Container es noch gibt. Das finde ich gut. Also dann. Time to fight or get gone. Qué bueno. Okay, wir kommen wieder. Wir kommen wieder mit leeren Rucksäcken. Wir kommen wieder mit leeren Rucksäcken. Warum habe ich jetzt den Rucksack voll gehabt? Das ist echt unerklärlich. Kann ich das abkürzen? Mal schauen. Schöne Lage eigentlich hier. Ja. Nein? Nein? Ja? Ja. Kein Fallschaden? Das geht, das geht. Oh, es geht nicht. Oh, oh Scheiße. Ich habe eine Verletzung erlebt. Ach, das gibt's auch noch. Not much left of that. Scheiße. Ja, super. Da, wir können so abkürzen. Be honest, how am I looking? Ja, das Spiel ist was das betrifft, unerbitterlich. Wir können uns darum kümmern. Alles klar, dann werde ich jetzt da hingehen, stelle das Heilmittel in der Krankenstation her, mache ich. Also es gibt nicht nur Fallschaden, damit habe ich ja gerechnet und dachte mir, naja komm, kann so schlimm nicht sein. Aber es ist noch weit mehr. Medizinische Hilfe. Medizinische Gegenstände. Seuchenheilmittel. Relax, babe. I have the cure in hand. You'll feel better in a sec. Wende das Heilmittel an Shauna an. I'm kind of dying here. Medizinische Hilfe. Gemeinschaft, Erstversorgung. Nee. Medizinische Gegenstände. Moment, muss ich zu ihr hier gehen? I need to get rid of this plague shit. Shauna heilen. Ich habe das Heilmittel gleich hier. This will help you make it through. I'm surprised I lasted this long. I guess it's time for me to clean up the mess you made while I was recovering, huh? Wie war's so schnell? Hey neighbor, I saw you killing plague zeds out there. I came over to talk to you about getting rid of them for good. Wir müssen sie einfach alle mal loswerden. Naja, andererseits sind sie ja fast praktisch, ne? Wenn wir das Heilmittel da uns noch ein bisschen extrahieren können. Okay, sprich mit Sid. Sie ist jetzt auch verfügbar. Sie ist wieder topfit. Das geht ja schnell. Alles klar, ich bin dafür nicht mehr so ganz topfit. Medizinische Hilfe. Aktiver Charakter behandeln. Stelle 50 maximale und aktuelles Leben wieder her. Kuriert Traumata und bis zu 3 Verletzungen des aktiven Charakters. Wir warten, bis es sich lohnt. Wir warten, bis es sich lohnt, glaube ich. Our base can't run without fuel. So let's do something about that. So, Sid ist da. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch 2 Medikamente, wir haben zu wenig Lebensmittel. Das ist eigentlich jetzt mein vorrangiges Ziel. Hey Sid, du sahst doch letztes Mal anders aus. Hier ändern sich komische Dinge, während wir weg sind.
Solchen Zombies wandern nicht ziellos herum. Sie scharen sich um solchen Herzen. Aber wenn du das Herz zerstörst, bist du auch die Zombies im Gebiet los. Wir müssen dazu sagen, dass ich eine Version zocke, die ja noch Pre-Release ist. Es kann sein, also, dass da noch einiges an Patches kommt. Und ein Day-One-Patch eben auch noch kommt zum Release. Wir haben also eine Vorversion hier. Da kann es natürlich so rum noch gehen. Das machen wir jetzt. Bringen wir ihn um. Wir können nicht so viele solchen Zombies in unserer Nähe leben. Mit dieser Enklave handeln. Alles klar. Also das Zombie-Herz. I've been collecting some items for just this occasion. Feel free to take some. I like how you think. Diese schrecklichen Fleisch. Killing the plague heart instantly wipes out all the infected Zeds nearby. No idea why, but I'm not gonna argue. Going after a plague heart like this reminds me of my old team. Damn, I miss those guys. We had plans to make a real difference. Something much bigger than our little group. It would have been our legacy. But things didn't work out so well. And now I'm the only one left. Fucking hell. Okay, oh, let's auf. So. Wir können mit Sid handeln, oder wie? Solche Herzen sind mit Schlagwaffen schwer zu töten. Sprengstoff und Schusswaffen sind aber ziemlich effektiv. Das ist gut zu wissen. Mit dieser Enklave handeln. Sounds good. Guck mal, er hat einiges für uns mitgebracht. Rolle mit Feuerwerkskörpern, Flaschen mit Schmerzmitteln und eine Dosenbombe. That's too much, man. Komm gleich wieder. Oh, nicht ab. Okay. So, das ist doch gut. Eine Dosenbombe können wir jetzt sicherlich ganz gut gebrauchen. Hier den Schrott tun wir wieder rein. Feuerwerkskörper nehmen wir mit. Benzinkörper geben wir. Ja, dann geh doch mal suchen. Warum muss ich hier alles machen? Luxusgegenstand, Süßigkeiten. Hier ist ein paar Butterkekse wegen mir. Ja, die Flaschen tun wir da auch rein. Kann jeder hier besaufen. Und das nehmen wir mit. Und das Zeug, was er mir hier jetzt noch gibt, hoffentlich. Wir werden aber handeln. Ja, that sounds about right. Kostet mich nichts, die sind. We've got some quality stuff to trade. Anybody interested? Ich muss jetzt noch diesem einen Typen helfen. So, wie sieht's aus? Hier, da, da brauche ich nochmal ein paar. Mal wieder auf 3 aufgestockt. Okay. So, jetzt pass mal auf. Wo ist denn hier unser Typ, der Hilfe braucht? Da, Überlebendenaktivität. Wunderbar. Das ist auf dem Weg. Das ist gut. Dann gehen wir los. Auch wenn ich nicht mehr maximale Gesundheit habe und damit dann auf ein solchen Herz, ist bestimmt eine super Idee, die ich hier habe. Aber wir brauchen noch mehr Überleben, obwohl wir haben jetzt schon so wenig Nahrung. Ne? Dem kommen wir wahrscheinlich vorbei. If I let that screamer see me, I'm gonna have company. Aisha? Warum sehen die immer Kreischer und ich nicht? Mich jetzt nur wieder nervös. Stimmt niemand. You know, man, every day is better than yesterday with you guys around. Ja. Was ist denn bei ihm hier? Versuche die Überlebendenaktivität bei der roten Lagereinheit, alles klar. Ah, sind solchen Zombies. Don't let that one hit you. It's infected. Sehr gut. Jetzt kriegen wir auch die ganzen Proben daraus. Vielleicht hat nicht jeder von denen so eine Probe dabei. Das könnte natürlich sein, dass man nicht aus jedem das extrahieren kann. Komme ich hier nicht hoch? Doch. Okay, mal kurz schauen. Hey, trinkt wie ein junger Gott. Da drin ist ein bisschen was, aber hier geht's. Okay, dann runter. Check it out. Another survivor. Machen wir das hier auf. Estoy aquí.
Guten Tag. Shaden, die hungrigen Überlebenden. Ich konnte gerade wirklich ein paar Medikamente gebrauchen. Das Mietlager hat vielversprechend ausgesehen, aber ich habe nicht alleine. Ich kann nicht alleine gehen. Kannst du mir helfen? Wieder einen fairen Tausch. Kann dir nicht helfen. Ja. Ja, no problem. Orale. Sid folgt mir jetzt nicht mehr. Hey neighbor, I saw you killing plague zeds out there. I came over to talk to you about getting rid of them for good. Scheiße, okay, ich dachte. Alles klar, dann müssen wir mit dem Sid wieder reden. Okay, wir können also immer nur einen. Das ist ja doof. Wir können immer nur einen dabei haben. Das ist ja echt doof. Hi. Hi. Was habe ich hier? Materialienressource. Okay, Teppichrolle. Oh, nehmen wir alles mit. Gewindebohrer, Nahkampfwaffe stumpf. Feuerwerkskörper. Can't carry that. Can't carry that. Alter, man ist so schnell überladen. Ich brauche irgendwie, dass man den Leuten nicht irgendwie sagen kann, dass sie was nehmen können. Oh. Kann man denn hier Sachen wieder in irgendwas reinlegen oder so? Nee, das geht auch nicht, ne? Warte mal, hier, das war jetzt offen. Kann ich irgendwie sagen, das hier rüber? Oder auch einfach wegschmeißen. Meine Maus war irgendwie jetzt gerade nicht mehr steuerbar. So. We placed a lot of hope in our government, didn't we? As if we all forgot that the powers that be. They only look after the powers that be. That's why the network says power to the people. And as always, keep the faith out there. Wo wollte der hin? Das ist jetzt so gerade mein Problem, Militär-Checkpoint. Wo wollte der hin, der Kerl? Moment. Wenn wir diese Medizin finden, würde es das wert gewesen sein. Kein Problem. Ja, ich habe nur jetzt keine Quest. Also irgendwohin wollte er, aber ich krieg nicht gesagt, wo. Das kommt davon, wenn man was anderes macht, als die Hauptquest einem sagt. Ja, komm, wir machen jetzt nur mal die Hauptquest. Andander Händler? Belebendenaktivität da. Und da in das Mietlager soll ich jetzt wieder. Bist du des Wahnsinns? Komm mit. Chirot. Zum Glück haben wir da eigentlich schon mal alles ganz gut gesäubert. Ich denke, ich ist mein Haus. Oh, da sind Plage-Zombie. Den müssen wir gerade mal einsäuberlich zerlegen. Sehr gut. Werde dafür irgendwann nochmal büßen, das weiß ich. Wenn die mich dann nämlich das erste Mal irgendwie beißen. Dieses Mietlager infiziert oder? Nee, hier waren wir ja eigentlich schon. Hier dürfte nichts mehr sein. I think I just found the place I'm looking for. Ja. Another muerto over there. Einer? Hier ist auf einmal die Hölle los. Das ist doch bei unserem Funkmast hier. Ach du je. Sehr nett. Flasche mit Schmerzmittel, zwei Tüten Snacks. Dankeschön.
machen also auch ein bisschen was. Wie viel Schuss haben wir denn so? 30. Den ausdünnen wäre nicht schlecht, ne? Ja, ich habe wieder eine kaputte Waffe. Okay. Wenn du Werkstatt hast, kannst du Waffen bei deinem Schließfach reparieren. Alles klar. Werden wir versuchen, dann bald umzusetzen. So, Guter. Mein Guter, wir haben hier eigentlich schon alles geplündert das letzte Mal. Jetzt bin ich gespannt, was du hier willst. Oh. Das bringt wohl nichts. Denn hier Medizin jetzt? Ich habe doch hier schon alles geplündert. Nein, nicht doch schon wieder. Ach, die will ich da nutzen. Wo soll denn hier jetzt noch Medizin sein? Ich habe doch hier schon alles geplündert. Marsvogel. Da oben auf dem Dach hat auch nichts gelegen. Hier, der. Ach, jetzt auf einmal ist der Kasten aktiv. Den konnte man letztes Mal nicht looten. Taking chances pays off. Can't carry that. Okay, wir bringen das kurz zurück, was wir hier haben, und dann holen wir uns diesen Medikamentenbeutel. Guys, our food supplies are kinda dwindling here. Moralstrafe. Ja, so viel Hunger haben sie doch noch gar nicht. Da geht noch ein bisschen was. Isn't that somebody we know? Tausend Dinge gleichzeitig. Wo finde ich Nahrung? Another victory. Wir haben Baumaterialien jetzt dazu bekommen. Das ist natürlich ganz fantastisch. Pass mal auf, dann werde ich jetzt gerade den Bauauftrag geben für einen Garten. Damit wir hier ein bisschen Nahrung bekommen. Hier, zack, Garten anlegen. 11 Minuten, Alter. Okay. These folks trust us. Be on your best behavior, okay? Ja, dann holen wir den Kram. Und dann wird's Nacht und dann gehen wir zum Seuchenherz. Ich finde das ein super Plan. Was tue ich hier eigentlich? Yo, I found it. Momentan brauchen wir keine Medikamente. I owe you big, Vato. Real big. I need to be a part of something, Ese. Hey, you ever heard of safety in numbers? Je mehr, desto besser. Tut mir leid, wir nehmen keine Neulinge auf. Klar, wir kommen an Bord. Ich weiß über ihn halt nichts. Wenn ich jetzt irgendwie mal gucken könnte, was das für ein Kerl ist, ne? Aber wir kriegen eigentlich von ihm jetzt gar nichts gesagt. You won't regret taking me in, Ese. Let's do this. Bienvenidos. Let's show you the crib. Leute leiden unter Schlafentzug. Sorgt dafür, dass genug Schlafplätze da sind. Ach so, wir haben nur 4 Schlafplätze. Ja, fantastisch. Gut. Auf was man alles achten muss. Warum? Oh Mann. Jetzt wird's echt dunkel. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt als allererstes zur Farm nochmal hoch. Wir suchen dort oben alles bei der Farm. Eventuell gibt es dort Nahrungsmittel. Scheiß auf das Seuchenherz gerade. So, wir kommen daheim. Falls du noch andere Überlebende hast, brennen sie bestimmt. Alles klar, dann komm mal mit. Oh, Scheiße. Warum wir, wenn wir von Sips Ratschläge bekommen, sollten wir sie verfolgen. Begleiter anwerben, zu diesem Charakter wechseln. Ja. Adios! Ja. Das ist okay, das werden wir machen. Jetzt aber erstmal den Garten bauen. Mensch, 11 Minuten. Ich brauche Nahrung.
Infektionsherd, Heufarm. Kreischer, wir haben Kreischer vor der Nase. Den müssen wir wegwehren. Den müssen wir loswerden, ganz definitiv. Hinten ist er 58 Meter. Ein Infektionsherd ist jetzt auf einmal die Farm. Vorher war die ja noch ganz okay. Wir leiden Hunger. Halt. Ich vergesse immer meinen Rucksack auszuleeren, sorry. Na komm. I see a lot of unhappy faces around here. Way too many muertos near home, amigos. It looks bad. Die sind gerade nicht so zufrieden. Schließfach ist voll, kann das sein? Nee, okay. So. Ich kann meine Nahrung nicht. If you don't run, I will kill you. Was ist nur los? I'm okay with saving people, but do they all have to live here? Was ist los? Fucking beef. Was war das denn jetzt? Macht mal zu hier. Werden wir jetzt hier seit neuestem abends angegriffen oder wie? Alter, Finne! Erfolg freigeschaltet, 100 Zombies getötet. Ja. Ja. Alter Finne, okay. Ich versuche ja jetzt was zu finden, aber ich habe noch keine Ahnung, wo ich wirklich Nahrungsmittel herholen soll. Bin ich wirklich gerade immer noch überfragt. So, wir müssen irgendwie wieder zur Farm kommen. Ehe ich mir wieder eine Knöchel breche, gehen wir da außen rum. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann versuche ich den Kreischer zu erledigen und hoffe, auf der Farm was Essbares zu finden. Bis dahin, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von State of Decay 2. Bis dann, ciao.